So, dann melde ich mich doch noch mit einem Video heute noch zurück an dem Freitag, eine Stunde vor Handelsschluss, bevor sich die Marktteilnehmer dann ins Wochenende verabschieden in Amerika. Und dieser Handelstag nach den Non-Farm Payrolls-Zahlen stand definitiv so jetzt nicht auf meiner Wunschliste, sowieso nicht und auch nicht in dem Fahrplan. Aber gut, schauen wir eben den Index an. Also das wird jetzt nur ein Update zu den wichtigsten oder zu meinen drei wichtigsten US-Aktien und dem Nasdaq allgemein. Also Alphabet X Google habe ich ja vorgestellt, genauso wie schon die Amazon-Aktie. Da hat eben hier die ba Börsenmaus danach gefragt. Und für mich war es fast klar, dass, klar, vielleicht falsch. Also entweder war jetzt eben das Tief schon diese Woche klar oder eben die 500 US-Dollar-Marke. Und siehe da, heute ging die Aktie dann direkt drauf. Ich schaue mal gerade Realtime, wo die Aktie aktuell steht. Bei 500. Tiefkurs war 499,19. Machen wir mal kurz hier den Chart auf. Dann sieht man hier noch der Weekly Unterstützung, liegt eben 5 Dollar weiter unten. Aber nichtsdestotrotz hier die 500 Dollar Marke war dann die Anlauf oder ist aktuell die Anlaufstelle. Hier eine Stunde vor Handelsschluss muss in meinen Augen oder mit eben dieses Tief hält, genauso wie bei der Alphabet-Aktie, sollten, müssten jetzt noch eine Stunde vor Handelsschluss Käufer reinkommen. Wir notieren im Index ja nahe den Tiefständen, nur 10 Punkte über dem Low. Also müssen die Bullen definitiv noch was zeigen. Auch hier ist das Setup vorher eben präsentiert worden. Ich habe zuerst die Marke von 90 gedacht, dass sie anläuft, weil dann neben dran, aber ist ja, wie man hier sieht, ist dann direkt an die untere Unterstützung jetzt rangelaufen. Hier ist die Alphabet-Aktie im Handelsverlauf, auch als der Nasdaq neue Tiefs gemacht hat, stabil geblieben. Was für mich jetzt ein kleines bullisches Zeichen ist, aber die kleinen bullischen Zeichen, die mehren sich noch nicht, sondern ich sehe sie oder will sie vielleicht auch nur sehen. Also deswegen ist es trotzdem ein kleines Zeichen. Wie gesagt, Amazon-Aktien Unterstützung einer wichtigen angekommen. Alphabet-Aktie an einer wichtigen Unterstützung angekommen. Die Netflix-Aktie, da lag ich zuletzt falsch. Bin ich wirklich nicht davon ausgegangen, dass sie so tief fällt. Jetzt gibt es hier einen Weekly-Widerstand. Der wurde heute genau erreicht. Eine Gap-Kante liegt bei 76 US-Dollar. Und hier die 70,69 Dollar. Legt noch dann ein offenes Gap und ein horizontaler Widerstand. Also für mich wäre das ja nicht nur jetzt ein Teilkauf, da ein Kauf oder da ein Kauf. Also ja, es ist nur halt jetzt entscheidend, ob wie sich der Nasdaq noch verhält. Also hier sind die drei Anlaufpunkte auch im Prinzip klar definiert. Und jetzt kommen wir zum Nasdaq. Da bin ich noch nicht so ins Detail gegangen. Das ist jetzt noch ein Stück älterer Chart, wo für mich hier diesen wichtigen Unterstützungslevel auf Tagesbasis hatte der Nasdaq den hier gehalten. Heute würde er es definitiv nicht schaffen, außer es passiert noch ein kleines Wunder. Da müsste 60 Punkte ansteigen. Aber gut, in einer Stunde. Nichts ist unmöglich, aber eher undenkbar. So, und jetzt sieht man eben auch hier der nächste wichtige Monatswiderstand ist rund ja, 150, 200
ja, 150 Punkte, 170 Punkte weiter tiefer. Von mir aus, wenn man noch ein kleines bisschen auch die runde Marke, also rund 200 Punkte, wenn man das tief nimmt. Auch hier ist dann horizontaler Widerstand. Das ist, resultiert sich aus was anderem. Horizontaler Widerstand wäre hier ja bei 3787. Also wenn der Nasdaq dieses Potenzial nur nach unten abarbeitet, dann steht auch eine Amazon-Aktie und eine Netflix-Aktie an den unteren Unterstützungen. Die werden aber dann definitiv öfters noch die Chartbilder kommen, deswegen ist es nicht so wichtig. Was eben im Moment die offene Frage ist, kann sich der Nasdaq sich jetzt hier noch halten, beziehungsweise eben auch nicht dieses Tief unterschreiten. Und da bin ich eben gerade nicht ganz so oder nicht optimistisch, weil es charttechnisch es sich jetzt nichts herleiten kann, dass wir hier einen lokalen Tiefpunkt haben. Deshalb beobachte ich weiter meine drei wichtigen großen Aktien. Können die sich in diesem Bereich eben behaupten? Bei Google sehe ich hier definitiv, es ist sehr wichtig an, dass dieses Level gehalten wird. Also auch nicht den EMA 200 im Tageschart anzulaufen, sondern nur diesen Aufwärtstrend. Und nochmal kurz zurück zur Amazon-Aktie. Sollte eben der Nasdaq nochmal 200 Punkte tiefer stehen oder ja, rund 200 Punkte tiefer, dann wäre, auch wenn es jetzt ja, so klingen mag, ist das Level hier von 450 wird höchstwahrscheinlich nicht mehr unterschritten in diesem Jahr, würde ich es mal sagen. Auch wenn das Jahr ist sowieso sehr negativ begonnen hat, aber hier denke ich allemal, dass die Aktie dann eben hält an der Unterkante. Also das war jetzt ein kurzer Einblick in den Nasdaq, was sich erwartet. Der Nasdaq-Index selber sieht grottenschlecht aus. Alphabet und Amazon-Aktie sind an wichtigen Unterstützungen angekommen. Und in Netflix im Prinzip auch, nur da wäre es fast natürlich schöner. Die wird auf 69 durchgereicht. Danke fürs Zuhören und ich wünsche allen ein schönes, erholsames Wochenende, auch wenn jetzt hier der Tag Freitag definitiv nicht gelaufen ist, der Woche. Die anderen Setups, wie jetzt auch Silber, sind ja dann fast punktgenau aufgegangen. Danke fürs Zuhören.